Hallo Wettigen, ich treffe heute den Oli Kuster, unseren Gemeindamen. Wir sind hier im Brühlpark in Wettigen. Das Thema ist, wie schon öppe wir etwas gebracht haben über das Thema, ist Littering. Zum Littering sind wir von diversen Personen angeschrieben worden und angegangen worden, ob Wettigen ein Problem hätte mit Littering. Wie diverse Parks sind verschmutzt, das Zeug liegt einfach im Wald los rum. Der Abfall liegt neben den Kübeln. Und eigentlich gibt es seit dem Mai 15 auf kantonaler Ebene ein Gesetz, das seit dem 1.3. von diesem Jahr auch auf Gemeindeebene umgesetzt wird. Und das ist nämlich ein Gesetz gegen Littering, das gebüßt werden kann. Rory, vielen Dank, dass du Zeit hast für uns. Die Gemeinde Wettigen hat einige schöne Parkanlagen und schöne Plätze, wo mit dem Problem belastet wird. Und die werden immer wieder gereinigt vom Bauamt. Wie viel Aufwand oder mehr Aufwand hat das Bauamt durch das Littering? Ja, danke vielmals, dass wir das Thema mal aufnehmen dürfen. Es ist tatsächlich so, dass der Aufwand für uns als Bauamt ist enorm. Wir fahren die Plätze teilweise täglich anfahren, also dort, wo wir sehr eine grosse Belastung haben, also dort, wo sich unsere Bevölkerung in diesen Parks findet, was ja wunderbar ist, und für das sind ja die Parks da. Aber dort, wo es halt auch einen Haufen Leute hat, wird es auch sehr stark natürlich mit Littering bedient. Und das möchten wir eben nicht so, dass sich das breit macht, weil so viel Littering wie rumliegt oder so viel Abfall wie rumliegt, umso mehr wird ein künftigen oder ein nächsten Fußgänger auch motiviert, den Dreck wieder auf den Boden anzurühren. Und da wollen wir mit einem hohen Aufwand da die Parks sauber halten. Teilweise, habe ich gesagt, täglich, an anderen Orten wöchentlich, wo das Bauamt vorbeigeht und die Fötzchen auflesen. Das ist ja nicht nur Parkanlagen, sondern jetzt in dieser Corona-Zeit hat man festgestellt, im Bächliweg, im Tegerhaar draussen, an der Lehmetund, im Legerhang oben. Und Littering ist ja auch gefährlich für Nutztiere zum einen, wie Kühe, Geissen etc., wie auch fürs Wildtier im Wald aus. Und jetzt gibt es ja seit Anfangsjahr, eigentlich seit dem 1.3. wird auch von der Gemeinde Wettigen das Littering-Gesetz angewendet. Was hat die Gemeinde Wettigen für Erfahrungen gemacht mit dem Gesetz? Oder wie ist die Regionalpolizei dran, das Gesetz umzusetzen? Ganz grundsätzlich ist es so, wir haben die Bestimmung, nämlich die Bestimmung von der Pönalen, die es gibt, oder von der Strafe, die es gibt, wenn sich jemand versäubert irgendwo noch im Gelände, dann werden wir die 300 Franken, die wir auch im Grossrat gesetzt haben, werden wir im maximalen Fall ausnutzen. Es ist, um den Betrag ist es gegangen in dieser ganzen Thematik hinein. Also ist dann anzunehmen, oder ist eine Feststellung eigentlich, dass die Bevölkerung, ich sage jetzt mal hier in Wettigen oder auch im Repol-Gebiet oder auch im Aargau, scheinbar nicht Bescheid weiss, dass es ein Gesetz gibt, wonach dass der, der ein PET-Fläschchen wie hinter uns einfach achtlos am Boden rührt, mit 300 Franken gebüßt werden? Das mag der Fall sein, ja. Dass das allemal ja noch nicht klar ist und vielleicht ist es auch noch zu wenig. Es ist aber halt auch so, ich meine, wir hören den Ruf immer, wieso ist denn da die Polizei nicht gerade da oder wieso ist denn gerade niemand rum, der auch so eine Strafe könnte aussprechen. Das war ja auch eine der Diskussionen gewesen, ob man auch einem Bauamtsmitarbeiter die Möglichkeit geben, wenn noch jemand sieht, der so etwas unachtsam wegwirft, dass man auch einem Bauarbeiter kann die Möglichkeit geben, dass er jemanden könnte verzeigen. Das würde weiterhin natürlich dazu dienen, dass man viel mehr Leute hätten, die sich auch ein bisschen achtsam mit dieser Thematik beschäftigen. Wir wollen ja nicht einen Polizeistaat wegen dem, sondern wir wollen unsere Bevölkerung aufmerksam machen darauf, dass es einfach eine Unart ist, das Zeug vorzurühren. Ich glaube, wir sind nicht so erzogen, grundsätzlich. Ich glaube, wir sind auch in der Kinderstube die Heime dazu angehalten gewesen, dass wir den Dreck in den Kübel rühren und nicht einfach auf den Stubenteppich. Eine Person, die uns angeschrieben hat, hat jetzt einfach per Zufall ist sie da am falschen Zeitpunkt im Brühlpark gewesen. Und die Person lebt schon länger hier in Wettigen und hat dann eben auch festgestellt, dass es halt früher, wir reden hier vielleicht vor 10 Jahren oder 15 Jahren, das scheinbar ja noch kein Problem gewesen ist,
dass man den Abfall entweder in den Kübel rührt oder den Abfall wieder mit heimnimmt. Aber die Feststellung habt ihr als Gemeinde schon auch gemacht, dass das nicht mehr so ist wie an und dazumal. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wir mehr Aufwand haben, um unsere Plätze und Strassen sauber zu halten, als vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren. Ich glaube, vor 10 oder 20 Jahren hat man eben den Dreck mit heimgenommen. Man hat vielleicht auch nicht so viel Säcke gehabt, man hat vielleicht auch nicht so Convenience Food gehabt, wo man einfach mit herumgetragen hat. Das war vielleicht noch eine andere Einstellung gewesen. Man hat anders gelebt, man hat anders funktioniert. Kann ich mir durchaus vorstellen. Bestätigen würde ich es nicht. Aber der Aufwand, den wir haben im Berghof, der zeigt, dass es ein grosser Aufwand ist. Roli, vielen herzlichen Dank, dass du Zeit hast für die Wettiger-Nachrichten, für uns Wettigerinnen und Wettiger. Und liebe Wettigerinnen und Wettiger, wie gesagt, es gibt ein Gesetz, wonach ihr oder auch mehr natürlich, auch ich persönlich, wenn ich eine Zigarette vortrühre, kann gebüßt werden mit bis zu 300 Franken. Und ja, wir möchten ja gemeinsam eine saubere Umwelt und wir möchten ja gemeinsam sparen. Und wenn der Berghof ein bisschen weniger müsste ausrücken, weil es weniger Abfall hat, könnte die Gemeinde auch gemeinsam sparen. Absolut richtig. Vor allem könnten wir die Zeit der Werkhofmitarbeiter für anders brauchen, zum Beispiel für die Gestaltung von einem wunderbaren Kreisel. Also wir würden die lieber gerne die Mitarbeiter für das einsetzen und nicht für zum Fötzeln. Merkt es euch, liebe Wettigerinnen und Wettiger. Und wer weiß, vielleicht können wir etwas damit bewirken. Vielen Dank und habt eine schöne Zeit noch. Danke vielmals.